Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Animal Crossing. Immer noch am selben Tag. Wir haben ein paar Baupläne besprochen und das Service Center eingeweiht im letzten Part. Heute werden wir uns erstmal dem... Oh, nachdem wir das Loch hier gemacht haben. Erstmal dem Event widmen, solange das noch läuft, bevor es ausläuft. Es wäre schade, wenn wir das verpassen. Deswegen. Oh, zwei Büsche blühen sogar schon. Ist das nicht schön? Oh. Ah ja, hier, Dodo Airline. Dodo! Ich möchte mein Ticket einlösen. Ursprünglich hatte ich vor, erstmal die ganzen Sachen einzugraben und dann den Campingplatz aufzubauen. Eventuell Holz zu farmen dafür und die Steine halt, meine ich, mit abgraben. Aber wir machen erstmal das Event. Hey, 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 willkommen am Tor zu den Lüften, dem Flughafen von Anirah. Wie kann ich dir behilflich sein? Ich möchte gern fliegen. Roger! Ich hätte übrigens ein MyFire-Ticket mit deinem Namen drauf. Du kannst es jederzeit einlösen. So, für die Unterlagen müsste ich noch eines wissen. Wo möchtest du hin? Genau zur MyFire rein. Du willst also dein MyFire-Ticket einlösen. Alles Roger. Diese MyFire-Reittour wird organisiert von Tom Nook und entführt dich auf eine weit, weit abgelegene Insel. Was genau dich dort erwartet, nun, das wirst du nach der Landung wohl selbst herausfinden müssen. Leider darf ich dich zu dieser Tour nur mit leeren Händen antreten lassen. So sind nun mal die Regeln. Wir verstauen deine Sachen sicher bei uns. Hier, unter der Theke. Nur keine Sorge, du erhältst nach deiner Rückkehr alles unbeschadet wieder zurück. Also dann, soll ich deine Sachen eben mal fix verstauen, damit du zur Insel aufbrechen kannst? Auf geht's! Dann mal los, ab in die Luft mit dir! Ah, hier und da. Dodo 1, hier, sprich Dodo Tower. Udo, empfängst du mich? Hab jemanden, der etwas Höhenluft braucht. Over. Roger. Okay, dann guten Flug. Und viel Glück. Falls das Event nämlich zu lang ist, können wir das nämlich dann morgen noch besuchen. Oder so. Unser Flug ist sicher gelandet. Herzlich willkommen zu deiner MyFire-Reittour. Diese Meilenticket-Tour läuft etwas anders ab als normal, denn die ganze Insel Trommelwirbel ist ein gigantisches Labyrinth. Tja, hättest dir beim Anflug lieber mal fix eine Karte zeichnen sollen. Jetzt musst du ganz ohne Hilfe hindurch tapsen. Und noch dazu mit leeren Flügeln. Ich meine Hände. Du hast ja keine Flügel. Wir haben all deine Kram nämlich im Flughafenschalter verstaut. Den kannst du dir später wieder abholen. Um also aus dem Labyrinth rauszufinden, bist du auf das angewiesen, was du vor Ort finden kannst. Und falls du irgendwo feststecken solltest oder dich verlaufen hast, ruf einfach die Notrettung an. Unsere hilfsbereiten Maulwürfe sind dann flugs zur Stelle und du kannst dir eine neue Strategie zurechtlegen. Weitere Infos gefällig? Dann habe ich vielleicht noch die eine oder andere Durchsage für dich zur Hand. Also, alles Roger bei dir, dann mal vollen Schub und los geht's! Okay. Kann man das lesen? Nein. Was ist das? Eine Schaufel? Ah, ich verstehe. Mit der Schaufel kann ich einen Busch ausgraben. Hä? Jetzt habe ich eine Birne. Was soll ich denn mit einer Birne? Hä? Ich verstehe ihn nicht. Soll ich hier eine Birne pflanzen oder was?
Muss ich hier vielleicht was einpflanzen? Hä? Ich verstehe schon den Anfang nicht. Hast du einen Tipp für mich? Verfranz, Navi-Defekt. Pfefferminztee auf dem Flugplan verschüttet. Wie kann ich helfen? Ich brauche einen Tipp. Du brauchst also einen kleinen Fingerzeig, ja? Roger. Lass mich kurz überlegen. Also schön, nehmen wir mal an, dir ist ein Baum im Weg. Dann hast du zwei Optionen. Option 1, iss etwas Obst und grab das hölzerne Hindernis komplett mit einer Schaufel aus. Option 2, fäll den Baum mit einer Axt und grab dann den Stumpf mit einer Schaufel aus. Over and out. Oh, danke, das hat mir geholfen. Das Problem ist... kann ich das jetzt überhaupt noch schaffen? Ich habe den schon eingepflanzt. Oh Mann! Toll, jetzt muss ich warten, bis da ein Baum wächst, oder was? Wow. Nein! Nicht dahin! Ich habe noch nie irgendwie ein Obst gegessen hier in Animal Crossing. So, also so, dass ich danach dann Baum hingesetzt habe. Toll, jetzt muss ich echt warten, bis dann Baum gewachsen ist. Mit dem nicht. Und du grab nicht immer an der falschen Stelle. Ah! Toll. Ich kann hier nichts mehr tun. Ich habe mein Obst verloren. Hast du ein neues? Achtung, es folgt eine wichtige Durchsage, um unfreiwillige Wasserlandung zu vermeiden. Möchtest du über kleine Gewässer hüpfen, musst du nur mit L in Sprungrichtung bewegen. Over and out. Das geht hier wahrscheinlich nicht. Und hier kann ich nicht rüber, weil da vorne natürlich Gebüsche sind. Das hier könnte ich mir vorstellen, weil man dafür die Steine zerstören muss. Ist vielleicht so eine Art Hauptpreis. Das sind irgendwelche Tickets, so wie es aussieht. Ja, und ich komme hier halt jetzt nicht durch, weil ich warten muss, bis der Baum gewachsen ist. Toll. Super gemacht. Da kann ich auch nichts pflanzen. Wow, weil ich nicht wusste, dass man das Obst essen muss. Kann ich das zurücksetzen? Kann ich nochmal neu starten? Ah, ich kann ne... Vielleicht geht es damit. Notrettung. Tag, hier spricht die Notrettung. Spezialisten für Klemmen, Miseren und ähnliche Bedrohungen. Also wer ist denn dort bitte? Evie von Enera? Ja, verstehe. Bis zum ersten Mal dabei. Wie? Dann spitz mal die Lauscherchen. Ich erkläre dir jetzt, wie die Sache läuft. Wir helfen Leuten, die in irgendeiner Weise verstecken, egal wie es dich ist. Du sagst mir einfach Bescheid, dann hole ich dich ab. Zack. Bitte, wie genau es funktioniert? Ach, irgendwie auf aufregende Weise. Ganz umsonst läuft es nicht ab. Kostet dich pro Rettung 100 Meilen, ja? Okay. Gut, schlaues Köpfchen. Dann lass uns mal 100 Meilen. Ey, du treibst dich gerade auf einer Labyrinthinsel von Nukrum, stimmt's? In diesem Fall soll ich dich direkt beim Flugzeug absetzen, damit du dich neu sortieren kannst. Passt das? Ja, mach mal. Alles klar. Also, das hier ist der richtige Knopf. Das ist der Knopf. Und jetzt geht die Post ab. Rette dich, Weckern! Also wir nicht, aber ja. Ich hoffe, das wird jetzt zurückgesetzt. Den Baum.
Wie es aussieht, haben die Jungs der saubere Arbeit geleistet. Insel sieht wieder aus wie zuvor und kannst dich gern aufs neue Labyrinth stürzen. Ja, zurückgesetzt. Das wollte ich. Dann kann ich nämlich jetzt die Birne essen. Statt sie einzugraben. Ich wusste das nicht, dass man die halt essen kann. Oh, ich bin doof. Sollst die Birne essen? Bam. Ach, das reicht nur für einmal. Okay. Boah, muss man hier viele Bäume fällen? Sammeln wir mal alles ein, was ich hier so kriegen kann. Ja, ein neues Werkzeug. Yay! Und ein anderer Weg. Was haben wir denn jetzt? Next. Okay. Ah, bestimmt, wenn ich ein Obst esse, kann ich auch so einen Stein rausnehmen. Das könnte ich mir vorstellen. Deswegen liegt hier auch so viel Obst rum. Okay, ich verstehe. Oh, Holz. Oh, da ist wohl das Ziel. Oh, die Katze kennen wir. Ich weiß, wer da ist. Also vom optischen her. Ja, es kommt auch nichts raus. Ah, ich bin doch doof. Wir haben doch jetzt eine Axt. Wow, eine Morsch-Axt. Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Ich hätte wahrscheinlich erst den Baum da rausnehmen müssen. Ich gerade sehe, da liegt ein Eisending. Hätte ich wahrscheinlich die Axt verbessern können. Wobei, warte mal. Die Dings komme ich doch, glaube ich, gar nicht hin. Oder? Nee, da muss ich ja den Stein wegmachen können, um da hinten hinzukommen. Ich weiß nicht, wie man den Stein wegkriegt. Ah, und ich sehe gerade, ich komme hier unten auch gar nicht so einfach hin. Dafür muss ich erst... Warte mal. Ah, nee. Geht ja nicht. Okay, ich probiere mal so. Eine essen. Bam. Wie sieht das im Menü eigentlich aus? Laubbaum. Okay. Gut. Das heißt, aber wie komme ich jetzt? Wie komme ich denn von hier nach da unten hin? Da komme ich nur hin, indem ich... Ja, das hier unten ist bestimmt der Rückweg von der Katze aus. So, da komme ich nur hin, wenn ich den Stein zerhauen kann. Wobei, das können wir doch, glaube ich, jetzt schon.
denke ich mir, wenn ich mich nicht recht irre. Ansonsten haben wir jetzt ein Problem. Wenn ich die Birne esse und nicht den Stein ausgraben können. Passt. Wir haben auch gleich wieder eine. Oh, wir haben gleich Dinger bekommen. Warte mal, was ist denn da? Wir haben keine Axt mehr, um daran zu kommen. Ah, ich habe eine Idee. Doch, da doch. Bam. 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 Das erste hier nehmen, damit wir hier rüberkommen. Dann essen wir noch eine Birne. Hauen den Stein kaputt, haben hier das Eisenerz. Müssen wir noch eine Birne essen? Oh, ich befürchte, uns fehlt genau eine Birne. Oh ja. Wir haben nur zwei Birnen. Aber wir haben drei Bäume. Mist. Wobei, warte. Bevor ich die letzte Birne jetzt verschwende. Wir haben doch da hinten die Möglichkeit gehabt, wenn wir einen Baum noch rausholen. Hier, den Baum hier. Der muss weg. Letzte Birne. Ah, deswegen kamen wir nicht durch. Ich möchte gerne etwas herstellen. Genau, wir haben genau Material gefunden für eine Wackelaxt. Kann ich die noch verbessern? Ja. So, wenn ich jetzt Glück habe, kann ich damit zwei Bäume fällen. Und mit der Schaufel noch zwei Stümpfe ausgraben. Jetzt muss man wieder den Weg finden. Ne, ich muss da hinkommen. Ah. Man muss hier so im Kreis laufen. Aber es ist eine witzige Idee, finde ich. Ist mal was anderes und es wird bestimmt nicht die einzige Insel sein. Yay, wir haben es hierher geschafft. Ist das Sterni-Coupon? Okay.
Hi Kätzchen. Ist hier noch irgendwas? Nein. Aber hier, wie ich mir dachte, das ist der Rückweg. Aber Moment, dass der Rückweg ist. Okay, ich spreche erstmal mit dem Kätzchen hier. Olli! So hieß du, genau. Du hast es zum Ziel geschafft. Hm. Hey, sind wir zwei uns schon mal begegnet? Dein Gesicht kommt mir ziemlich bekannt vor, weißt du? Oh, entschuldige. Bin schon auf so vielen Inseln gewesen und hab's nicht so mit Gesichtern und Namen, weißt du? Auf dieser Insel bin ich aber zum ersten Mal. Ganz schön. Seltsam hier, oder? Was führt dich hierher? Tom Nook schickt mich. Sekunde mal, du kennst Tom Nook? Wegen dem Kerl bin ich auch hier. Ich hatte mich ziemlich, er hatte mich hier eingeladen. Der wollte, dass ich mir diese neue Attraktion ansehe, die er auf dieser Insel zusammengezimmert hat. Aber mit einem Labyrinth hatte ich nun wirklich nicht gerechnet. Miau. Das nenne ich mal eine Überraschung. Da du Tom Nook zu kennen scheinst, heißt das etwa, ihr beide lebt auf einen und derselben Insel? Ja. Wow, sauber. Hab gehört, Nook hat dort ein recht hübsches Fleckchen geschaffen. Wie hieß die Insel noch gleich? Ah, stimmt, Enyo, ne? Bingo! Haha, wusste ich's doch. Hey, du scheinst mir ein ganz schön pfiffiges Kerlchen zu sein. Wenn alle Leute auf Enyo so drauf sind, muss das ja eine mega lustige Insel sein. Sag mal, hast du eigentlich auch einen Namen? Aha, okay. Jewe also? Cool. Na, das nenne ich doch mal einen richtig duften Namen. Freut mich, dich kennenzulernen. Jewe. Freut mich, dich kennenzulernen, Jewe. Hier ein kleines Andenken an unser Treffen. Hat mich echt gefreut, dich getroffen zu haben. Und ausgerechnet hier, wenn das mal nicht Schicksal war. Hätte echt nicht gedacht, dass ich auf einem abgelegenen Inselchen so viel Spaß haben würde. Hoffentlich laufen wir uns nochmal über den Weg. Das Schicksal wird schon richten. Also, bis dann. Weißt du was? Ich glaube, ich hänge noch eine Weile rum. Mir gefällt sie richtig gut. Okay. Okay, hier kommt man schon mal so lang. Oh. Dann ist man schon auf dieser Insel. Das Problem ist aber, man bräuchte hier, um hier lang reinzukommen, nochmal 3 Birnen. Wir haben aber keine Birne. Muss man vielleicht doch eine Birne einpflanzen, damit das funktioniert? Oder muss man sich entscheiden, was man sich holen will? Könnte beides möglich sein. Wobei, entscheiden geht nicht. Man muss ja das Labyrinth schaffen. Vielleicht hätte man doch eine Birne behalten müssen zum Einpflanzen. Baum, 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 Baum. Ist das hier Gartenatelier? Achso, die Blumen. Damit habe 4 Sterni-Coupons, eine Wackelaxt und eine Axt als Rezept. Achso, genau, die werden ja gebraucht, weil alles andere ja verschwunden ist. Gut, dann bin ich hiermit fertig. Denn wie ich an die 4, 5 Coupons rankomme, weiß ich in der Theorie, aber in der Praxis nicht, weil ich nicht weiß, wie ich da die... wie ich noch 3 Bären übrig habe. Also eine hätte ich mir vielleicht noch irgendwie sparen können, indem ich halt einen Baum fälle, statt so auszugraben, aber 3 Bären... Ach was, hast du eine Zufallsbekanntschaft gewonnen? Nur keine Sorge, Dot Airlines wird dir dein kleines Geschenk liebend gern bis vor die Haustür schicken. Diese MyFi-Reitour war für dich wohl ein Erfolg. Sag Bescheid, wenn du nach Hause willst. Falls du irgendwo versteckst, Notrettung. Warte mal. Sieht man von hier nicht, ne? Das zufällig ein Birnbaum? Nee. Schade. Ich habe gerade überlegt.
Wenn das ein Birnbaum ist, dann könnte der ja noch die übrigen Birnen tragen. Aber ne, so nicht. Also gut. Jetzt gibt's nach Hause. Wir sorgen dafür, dass du all deine Sachen nach der Rückkehr auf Enra wiederbekommst. Das Geschenk, das du von deinem neuen Inselfreund erhalten hast, wird dir aber direkt nach Hause geliefert. Dasselbe gilt übrigens auch für alle Sterni-Coupons, die du während deines Besuchs hier gesammelt hast. Schau einfach in deinem Briefkasten nach, ja? Das wäre dann auch schon alles. Bereit zum Abheben? Jawohl. Wenn wir erstmal abgehoben sind, können wir die Insel der Mayfire-Tour nicht wieder anfliegen. Nicht, dass es hier noch großartig was zu tun gäbe. Und so. Ja, ich bin bereit. Wie gesagt, an die Sternis komme ich da so nicht ran. Und ich will mir keine Lösung dazu raussuchen. Das muss nicht sein. Dann ist es halt diesmal so, ne? Yay! Wir haben unsere Sachen wieder. Das war doch mal ein lustiger Tag hier. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und ciao.